Hallo, willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo, und wir sind zurück mit Österreich. Ich habe gesagt, wir werden immer nur Krieg führen, wenn wir keine Infamie haben. Kriegsführung, so dass möglichst lange möglichst niemand was gegen uns hat. Aber nachdem wir jetzt auf Null sind, habe ich mir gedacht, wir könnten jetzt unseren Krieg gegen Hedjas führen. Ich würde gerne zu Puppets machen. Am liebsten würde ich sie nicht nur zu Puppets machen, sondern auch diesen kleinen Staat da unten, nämlich Jemen. Also diesen hier für uns erobern und dann danach die ganzen Staaten da abgobbeln. Make Puppet bringt uns 5,9 Infamy. Und ich nehme mal an, den meisten wird es egal sein, wenn wir das machen. Weil ich glaube, die werden sich alle irgendwie zurückhalten. Vor allem, wir sind ja die Guten. So, Add War Goal. Können wir Conquer State machen? Oh, warte mal. Wir könnten Katiri erobern oder Isaak. Warte mal. Wer sind diese ganzen Leute? Kann man sich die anschauen irgendwie? Das ist Unrecognized Power. Wer ist das? Ah, Isaak. Wo ist das? Ah, ich hasse das. Hi. Katiri. Macher. Nicht Isaak. Wo ist zum Henker dieses Isaak? Ah, da. In der Gegend. Das wusste ich. Warte mal, was haben die da? Tee und Kaffee, aber keine Leute. Finde ich gut. Finde ich gut. Okay, also mal der eine. Wen gibt's noch? Das ist Isaak. Mann. Das sind die. Katiri sind die hier. Was haben die? Die haben auch Kaffee. Okay. Die haben auch keine Leute. Sind lauter Mikronations. Isaak ist eigentlich gar nicht so schlecht. Die sind jetzt nicht so klein. Die haben immerhin drei Teeplantagen und eine Kaffeeplantage. Das ist schon total ausgebaut, ja. Okay, und was noch? Wer ist das? Nächt. Ah, okay. Das ist nur ein Gebiet, oder? Ja. Ah, das gehört ihnen aber auch. Wo könnten wir nicht auch zu einem Vasallen machen? Vielleicht gleich. Ich meine, das bringt nicht wirklich was, nehme ich mal an. Die haben gar nichts. Aber dort gibt es dann Erdöl im Endeffekt. Wenn unsere Vasallen sind, machen sie vielleicht ja doch Erdöl dorthin. Dort haben sie sogar unemployed ein paar. Oh, ist das süß. Sogar Fabriken, nur haben sie nicht das Ding. Die zu Puppet zu machen, würde ihnen sogar helfen, weil sie dann nämlich die Werkzeuge und alles kriegen würden, die sie dafür brauchen. Wir sind also die Guten, wenn wir sie erobern. Also, Isaak vielleicht erobern.
und Kateri und, also und vor allem Nedged zu Puppet machen. Was sagt ihr? Es kostet quasi keine Infamy. Machen wir. Ja, wir haben nur so eine Grenze, das finde ich gut. Ich meine, das erobern wäre schon auch schön. Kann man das machen? Conquest. Jersey Yemen kostet nochmal 4,5. Wollen wir das machen? Und dann gleich rüber die Kasimiden auch quasi, sobald wir wieder auf Null sind, die Kasimiden noch erobern. Weil da haben wir. Warum wollte ich das haben? Oh, Blei, Kaffee, Tabak. Ja, aber andererseits, die haben ja keine Leute, die das machen können. Da gibt es keine Ranges mehr. Da, Kaffee, Tabak, sogar nicht schlecht, Herr Speck. Die würden sich auch freuen, wenn sie zu uns kommen, weil die haben da auch urviel schon gebaut. Die haben sogar noch 6000 Leute, die irgendwo sich anstellen lassen könnten. Ach, die haben Kaffee. Ja. Schauen wir mal. Warum will Frankreich den Bablern helfen? Kannst du mir das sagen? Könntet ihr euch bitte raushalten aus dem Ganzen? Kümmert euch um euren eigenen Dreck. Gibt's ja wohl nicht. So, oi. Mobilisieren wir. Und euch mobilisieren wir. Und das war's mal. Achso, warte mal. Nein, Habsburger tun nichts. Kommst auch her. Habsburger wird dann Isaak überfallen und ich weiß nicht, wenn die Franzosen mitmachen, könnte es natürlich unangenehm werden. Wenn Oman mitmacht, schnappen wir uns vom Oman auch ein Stück. Ich meine, schon, oder? Robert, kann man den Lindy sehen bei uns Sansibar. Das gehört Oman, oder? Das ist Sansibar. Ja, vielleicht, wenn der Oman mitmacht, wenn wir Sansibar verlangen. Das ist keine schlechte Idee. In concerns, the rural folk. Have expressed their concerns about government decisions clearly favoring the interests of the industrialists. Naja, was soll ich sagen? Ihr seid mir eigentlich relativ wurscht.
Rural Folk. Ist jetzt, Mist, minus 5 jetzt. Der gibt es mir wieder einen Malus, gell? Ja, kann ich auch nichts machen. Wahnwitz. Die Trade Unions unterstützen uns voll, obwohl ich nichts mache, was ihnen hilft. Ah. Ich meine, die Restricted Child Labor sind ein Grund dafür. Oh, warte mal. Haben sie aufgegeben? Das ist schneller gegangen, als ich wollte. Na gut, wie viel Infamy haben wir jetzt? 7,1. Wow. Netsch würde es wirklich was bringen, wenn sie Teil meines Marktes wären. Vielleicht greifen wirklich den Oman als nächstes an, um Sand zu erobern. Einfach damit Frankreich es nicht tut. Über kurz oder lang. Irgendwie ist das tragisch, dass man nicht mitkriegt, wenn irgendetwas, wenn die Typen ergeben. Das ist schlecht gemacht in dem Spiel, wirklich. Ich meine, es plus 63k, obwohl wir voll für die Military zahlen und nur das die zweitniedrigsten Taxes einsammeln. Bist du irre? Na gut, dann würde ich sagen, machen wir mehr Construction, oder? Das wird uns helfen, Geld auszugeben. Nur nochmal in Österreich, oder? So, Markt. So. Wie schaut es aus? Die Military Goods sind günstig. Teuer, Wein ist teuer. Stahl ist auch immer teuer. Vielleicht können wir Maschinen und Stahl importieren in der Zwischenzeit. Belgien, 8 ganze. Naja. Wie ist das mit Stahl? Naja. Dreihundert Stahl brauchen wir. Bist du irre? Da jetzt zwei Stahlwerke. Jetzt produzieren wir 620 Stahl, nachdem es fertig ist. Machen wir wie viel? Ja. Jetzt Stufe 6, danach Stufe 7. Wie ist es mit Eisen und dem ganzen Zeug? Noch relativ günstig. Schauen wir mal. Wir. Kohle ist schon auf Dynamit. Könnten Eisen auch noch auf Dynamit setzen. Aber so viel Explosives haben wir nicht. Ha! Okay, wir setzen das auf Dynamit. So viel Explosives haben wir. Ja.
Pound of Pumps. Gut, was ist das? Unavoidable injuries. With the government push for restricted child labor, adult men have been pressed to cover the gap they would leave behind. However, their bodies are too large and their fingers too wide for it, and industrial accidents have been increasing. Jetzt. No one should be doing this kind of work. Plus 20% enactment time, minus 10% enactment. Yay. Children aren't coming back, so they better get used to it. Austria gets confronted workers while restricted child labor is being enacted. Plus 20% enactment time. Access und plus 5% Radical for Laborers and Machinists. Ja, naja, okay. Wir wollen ja schließlich, dass es kommt. Das müssen wir das wohl so machen. Yay, I guess. So, schauen wir mal. Was sagst du? Wie viel mehr werden es mit dem einen Ding? Wir können das verbessern. Ja klar machen wir das. Oh Gott, das ist gleich viel besser. Steel Mills. Ah, wieso habe ich das nicht gleich gemacht? So, jetzt zu euch. Ach so, warte mal. Wie ist das? Chemical Plant. Ja, euch würde ich auch ganz gerne umstellen, aber unser Stahl ist so sauteuer, dass sich das praktisch nicht auszahlt. Naja, wobei, jetzt wo wir den Stahl verbessert haben. Schauen wir mal. Aber wichtig, wir machen... Tooling Workshops und so aufbauen. Und die Chemical Plant auch. Und ja, perfekt. Jetzt bauen wir 828 nach. Was ist da? Piri Bourgeois. Strengthen Nation, Defend Borders. Wir sollten auf jeden Fall auf irgendeiner von den beiden Seiten sein, weil sonst das ist wieder so ein Krieg, der bis in die Unendlichkeit geht. Die Landowners sind auf den, sind in der Regierung. Promote liberal reforms, ich meine, geht euch noch gut? Aber wieso dicht? Ja, wir wollen nicht, dass Kateri auseinanderfällt. Als Ganzes können wir das gut erobern und ja, das reicht. Komm schon, Revolte. Du willst ja, dass wir euch helfen. Ich meine, die anderen sind stärker als ihr immerhin. Und sie werden von Nedge unterstützt.
Könntet ihr aufhören, meinen Stahl zu kaufen, ihr Wahnsinnigen? Okay, warte mal. Mein Stahl ist noch immer plus 11%, ja. Inefficient agriculture, das klingt gut. Industrialists containing bla 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 bla. Okay. About the existence of subsistence farms in Indonesia, stating that the undeniable inefficiency should be immediately addressed. We should follow their advice. Es gibt mehr Radikale, aber auch mehr Migration Attraction. Okay. They serve our purposes. Minus 1 für die Industrialisten, für die Kapitalisten. Plus 2, plus 1, ich glaube, okay, die machen da nichts. Genau. Ihr hier mobilisieren und geht mal an welche Grenze hierher. Eigentlich ausreichend sein für diesen Krieg, weil Nejd kann da eh nicht durch, weil das ist unpassierbar hier alles. Das ist in Wirklichkeit wurscht. 15.000 reichen voll und ganz. Oh Mann, echt jetzt? Wir sind Rap. Alles andere ist uns egal. Kasimiden auch. Schau dir was an. Das ist aber lächerlich, oder? Ja, okay, schon allein deswegen müssen wir hier kämpfen, als erstes, um den Oman da rauszuhauen. Aber mehr als die 15.000 werden wir trotzdem nicht rekrutieren. Mobilisieren. Die können mich mal gern haben. Im schlimmsten Fall verlieren sie halt. Was ist das? Vulnerable Front. Ja, na gut. Soll sein. Im schlimmsten Fall verliere ich halt den Krieg. Was? Ein. Okay. Nachdem wir dort wegteleportiert wurden, teleportiere ich mich wieder hin. Für das Spiel.
Könnt mich mal. Die 15.000 werden reichen, um diesen Krieg zu gewinnen. Okay, wir gewinnen diesen Krieg nicht. Aus dem einfachen Grund, weil wir wirklich eine zweite Truppe bräuchten dafür. Fass es nicht. Na gut. Geht es um irgendwas in dem Krieg für mich? Nö. Das heißt, wenn die verlieren, verlieren. Ist auch okay. Okay. Keine Front mehr. Na gut. Soll sein. Dann verlieren sie halt den Krieg. Man kann nicht alles gewinnen. Wie gesagt, mehr als die 15.000 werde ich sicher nicht opfern. Was ist das? The Center's Break Rank. Outside observers, the trade unions may appear firmly committed to the idea of restricted child labor, but behind this facade of unity, has long festered. Now a clique of dissenters have finally had enough and have officially broken with their fellow members over the issue of reform. Splitters may the devil take them. Echt jetzt? Gibt's auch positive Ereignisse? Loosen up purse strings. Ach, gepickt. Nur noch 9%, also 10% circa. Naja, gut, soll sein. So, warte mal, aber eigentlich, wir wollten auch die, nicht die Naval Base, sondern die Shipyards alle umstellen auf die Ironclads. Wir brauchen mehr Kohle, okay, das geht jetzt, und mehr Stahl. Sollte jetzt eigentlich auch gehen. Und statt Clippers brauchen wir dann Steamers. Finde ich gut. So, und dann. Wieder auf Ironclads um. Und das da unten. Stellen wir auch auf Ironclads um. So, und dann hoffen wir, dass das funktioniert. A Doctrine of Iron and Steel. Ah ja, das ist die Ironclad-Sache, die wir da auch hatten. The Introduction of
Rebels with metal skinned hulls represents nothing less than a revolution in naval warfare, here impervious to traditional types of shot. Admiral Karl von Maffei accuses that Austrian dominion of the seas will be absolute. Ja, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln, aber so sein. This will make our line of battle invincible. Wir kriegen mehr Defense. Wir verlieren die Fans, aber gewinnen mehr Offense. Oder Austria rules the wave. Plus 10% Navy Power Protection. Ich weiß. Austria rules the wave, wieso nicht? Ich glaube, das sind die Prestigepunkte. Da gibt es auch Punkte für die Navy Power Projection da. 177. Ja, wie schon gesagt, GDP ist bald an den Briten vorbei. Die sind jetzt auch gestiegen, aber wir steigen da doch einiges stärker als die. Infamy, fast weg. The side of the fence. What is this? People have been complaining about the difference in living standards between us and the neighbors in Bavaria. Echt? Für uns geht's eh gut mit 13,9. Ja, das ist gut. Oder? Bitte? Also zumindest direkt an der Grenze geht es uns besser als den Bayern. Sicher, es gibt Gegenden bei uns, da geht es den Leuten nicht ganz so gut. Wir wissen einfach, wie man richtig den Leuten hilft. Okay. This is simply an example of global economic inequality. Das gibt uns plus 2 für die Trade Unions, aber die sind derzeit auf. Brauchen wir nicht wirklich. Oder? Clearly they are liars who cheat foreigners out of money. Naja, ich weiß nicht, die Relations mit Bayern will ich eigentlich nicht verschlechtern. Oder? It is the way things are, not worth thinking about. Echt jetzt? Das willst du nehmen in dem Fall? Ja, okay. Kann ich nachvollziehen. Ich meine, das ist vielleicht wirklich der Weg, den die Aristokraten gehen würden. Weil die Trade Unions wollen wir nicht stärker machen. Die sind eh schon stark genug. Andererseits kann ich mehr radikal schaffen. Das ist echt nicht möglich. Wenn ich mehr Radikale kriege, das war's dann. 18 States in Turmoil. Trade Routes. Okay. Drehen wir die ab. Die drehen wir auf jeden Fall ab. Input Goods Shortage. Wieso haben wir. Wer braucht das überhaupt? Middle Egypt und Eritrea, okay.
Ägypter brauchen es. Ja. Schau mal, kauf mal halt welche ein. Was sieht. Ist das gut so, Ägypten? Was brauchen wir noch? Klipper? Wo werden denn die gebraucht? Oh, in unseren Fishing Wharfs. Und in unseren Ports. Das ist natürlich problematisch, das stimmt. Heißt, warte mal, aber die können wir sicherlich auch umstellen. Development, Ports, Industrial Ports. Da machen wir Industrial Ports, oder? Die brauchen, statt Kippern brauchen sie Steamers, ja. Let's do this. Und Fishing Wharfs. Ja, müssen wir auf Steam Trawler umsteigen, gell? So, Markt, was sagst du? Ja, okay. Sind aber. Ach Gott. Importieren wir die halt auch. Frankreich. Und von Piemonte. Keine Convoys. Ist okay. Diesen Krieg haben wir verloren. Was? Ist okay. Kämpfen wir noch immer gegen die. Ja, wurscht. Hatten wir War Goals dort? Jetzt aus 7 Stunden. Ich frage mich gerade, was wir als nächstes erobern wollen. Nächst vielleicht? Quasi als Teil unseres Marktes machen. Zum Teil unseres Marktes machen. Ah nein, Oman haben wir gesagt als nächstes. Würden wir ganz gerne erobern. So, apropos mal, haben wir hier bei den Institutions irgendwas zu verbessern? Aber mit den Kinderrechten können wir da die Dings verbessern. Gut. Und außerdem, mir fällt Decisions Expedition to find the source of the Nile. Kostet das Geld wahrscheinlich? Geld haben wir genug. I know the person for the job. Despite hundreds of years of searching, the source of the Nile still eludes us. Shall we send an expedition to attempt the course of the river? Kann das sein? Folgt ihm einfach. Okay, wen schicken wir? Admiral Karl Maffei. Der ist aus dem Nile Headquarter. Der ist gut. Der ist. Sagen wir mal so, wenn wir den verlieren jetzt für die Zeit, wo das ist, ist es nicht so. Den will ich auf keinen Fall schicken, weil der ist für die Anlandung zuständig. Halt von Pauli, wo ist der? Ah, der ist ein, ja.
General has died. Embargo endet. So, wo ist eigentlich dieses Ding jetzt? Sollte da nicht die Expedition irgendwo zu finden sein? Oder kann es sein, dass das der Typ war, der gestorben ist? Die Expedition embarks. Ah, okay. Da ist es. After a few weeks of preparation and travel, the expedition led by Carl von Maffei has arrived in Zanzibar. Oh, das wollen wir erobern. From here, they will begin their journey to discover the elusive source of the Nile River. Onward! Das ist jetzt. Okay. Will complete if the expedition reaches a progress of 8 or above. Will fail if at least one of these. The expedition reaches a peril of 8 or above, or the expedition is cancelled due to lack of funds and progress. Okay. If completed, triggers event successful expedition or failed expedition. Okay. Additional expenses. Was ist das? Expedition Budget 309.000. Nicht schlecht, Herr Speich. 30.900. Trotzdem. Kein kleiner Posten hier. Lassen uns das schon ganz schön was kosten. Nur noch 17 States in Turmoil. Wir machen alles richtig. Und wir können wieder Interests klären. Super. Der General ist gestorben, also. Okay, was haben wir da? Einen Hey, einen Katholiken, oder das Card. Tactful. Defense. Okay, gut, der ist sehr. Oh, der Stalwart Defender. 10 Defender und 50% Surprise Manöver. Auch Defending. Ja. Wir nehmen den Typen. Let's promote you. Vierzig, sechzig. So. Wow, wir spielen wieder eine Dreiviertelstunde. Okay, wir machen noch diese zwei Dinger hier. Socialist Demagogue und dann nehmen wir auf für heute. Ferdinand Dolmen of the Trade Union is rapidly gaining popularity among the people. Da können wir eh nicht wirklich viel machen. The radical socialist message of equality he espouses is providing especially appealing to the lower classes. Okay. Bad news. When reaching one of the enclaves, the latter was waiting for Karl von Maffei, starting that fiancé back in Austria has married another man. Let the man mourn. Loses progress.
Haben noch keinen Progress. He'll find another one. Okay. Soll er halt ein wenig. Okay, warte. Ich bin so dumm. Ich habe Authority. Ich könnte schon lange einen Decree machen. Aber wir haben hier Greener Grass Campaigns. Wie machen wir die? Hier auch, oder? Den wir hauptsächlich in Österreich bauen. Okay, wir machen noch immer Unmengen an Kohle und wir sind schon fast am Limit. Das wird noch mehr Construction-Dinger bauen. Obwohl es wird dann eh bald teurer, wenn wir das da haben. Steel Frame Building. Aber machen wir trotzdem einen Construction-Ding dazu bauen. Ganz nach vorne. Ja, passt. Stahlwerke. Passt auch. Prozent Success Rate. Success Probability. Nile River Expedition added. No, no. Okay. Declared interest. No. Mal wieder Indochina. Was hatten wir schon mal? Oh, wir können noch eins machen. Na dann. Grand Columbia. Aber Ewigkeit läuft. Okay, wie schon gesagt, meine Herrschaften, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Schauen wir mal, ob wir die Nile River Expedition fertig kriegen. Werden wir sehen. Und wir haben 14,1 Standard of Living. Wir sind so großartig. Wir sind die Besten. Ja, vielleicht nicht wirklich, aber ziemlich. Frage ist da viel, viel besser. Population steigt schön. Die Radikalen sind ein bisschen runtergegangen. Sind nur noch auf 12 Millionen. 12,2. Wir waren schon mal auf 12,5 offensichtlich. Und die Loyalisten sind auch mehr geworden. Schaut euch was an. Alles wird gut. Okay, bis dann, meine lieben Freunde. Ciao.